Dann schauen wir uns jetzt mal an von Slick Godzilla Kong The New Empire in 2 Minutes. Das Video geht 2 Minuten und 20 Sekunden. Gut. Dann machen wir das jetzt hier noch und gucken mal, wie der Film so zusammengefasst werden kann. Und ich glaube wirklich, dass du genau diesen Film extrem gut zusammenfassen kannst in so einer kurzen Zeit. Wir gucken. Auf geht's. Alter, vor allem Duck. Ach, was haben wir Theorien über Duck gesponnen? Und der war so unbedeutend. Er hat einfach nicht mehr gemacht als das. Ja, okay, jetzt haben wir Skylar und Godzilla muss jetzt Skylar platt machen. How many times do we have to teach you this lesson, old man? What is that? Alter, diese. Ey, aber die Affen, die waren auch wirklich im Film eigentlich relativ krass drauf gewesen, ne? Die sind ja sofort auf Kong losgegangen. Was? Tiamat. Oh boy. Can't wait for my first on-screen appearance. Ey, sie verarschen sogar das, das ist ja geil. Stimmt aber wirklich, dass Tiamat wurde ja wirklich aufgebaut, mehreren Comics. Und die Screentime von Tiamat im Film war ja wirklich für den Arsch, was wir jetzt sehen werden. Godzilla. Das ist so blöd. Yeah, boy. Whoa, what the hell? The fuck? I'm a god boy. Das wäre ja krass. Warum ist das nicht passiert? Wir haben Godzilla in dieser neuen Evolved Form. Wieso haben wir so nicht Kong bekommen? Das wäre viel geiler. God boy. Scar King, trotzdem geiles Design. Stupid Dog, you made me look bad. Ey, aber dass sie das alles auch so wirklich aufnehmen und es ist ja wirklich so, dass Shimo einfach nur ein dummer Hund gewesen ist, leider. Zumindest ganz zum Schluss vom Film war Shimo ja einfach nicht mehr als wirklich der Hund von Kong. Was echt schade war. Gehen Sie jetzt auch hier darauf ein, dass Kong den Kampf gewonnen hat, denn das hat er. Pro Gamer, ich antworte dir sofort. Ey, das hätte im Film passieren müssen. Dieser Tritt ist ja wirklich das legendärste Folge. Ist das so im Film passiert, so einigermaßen? Gab es da irgendwie so Anspielungen da drauf? Nö, ne? Warum haben wir das nicht reingebracht? Wieso ist das nicht passiert? Bam. Das ist aber so im Film nicht passiert. Also im Film muss man ganz ehrlich sagen, dass hier zwischen dem Moment und dem hier Godzilla einfach ganz kurz ohnmächtig war, weil Kong den Kampf gewonnen hat. Ist so. Das gesamte Ende von dem Film hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Wenn man das einfach nur so sieht, weiß man eigentlich genauso viel, wenn du den Film auch gesehen hast.
Scar King und Shimo kommen in die Hohlerde rein, rennen auf die anderen beiden zu, zwei Kristalle explodieren, dadurch wird dann, glaube ich, die Gravitation verlagert. Mothra ist auf einmal irgendwie da. Der Film ist zum Ende hin wirklich ein Fiebertraum. Also erstmal haben wir das Darth Vader-Schreien, ne? Ganz wichtig. Das ist das Darth Vader-Schreien. Wake up to reality. There is no passion, there is no vision, there is no aggression, there is no mindset. Ja, sie gehen sogar auf die Kritiker ein. Also ganz ehrlich, egal wie man den Film findet, ne, man kann den Film auch gern kritisieren, das ist jetzt ja wirklich nicht so der beste Film des Jahres gewesen, auf gar keinen Fall. Aber die Kritiker zu diesem Film sind für mich zum Großteil unglaubliche Nullen gewesen. Wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, wie Wolfgang M. Schmidt diesen Film bewertet hat. Der hat wirklich versucht, darauf einzugehen, dass Scar King eigentlich Putin ist, der die Ukraine angreift. Musst du dir halt mal reinziehen. Also da musst du wirklich mal an einem Fliegenpilz geleckt haben, um diesen Vergleich bringen zu können bei so einem Film. Naja. An absolute abhorrent disdain of a film. It is nowhere near the likes of Godzilla Minus One. Ja, ohne Scheiß, es war immer wieder dasselbe gewesen. Godzilla Minus One war aber besser. Godzilla Minus One. Leute, das ist halt ein anderer Film. Der Film hat eine andere Zielgruppe. Der Film war von vornherein darauf bedacht gewesen, eben nicht so zu sein wie Godzilla Minus One. I've only watched two Godzilla films and now I think I am an expert. Da gibt es aber auch sehr viele Leute da draußen. Did I mention I'm not even a Godzilla fan? Lustig. Das war auf jeden Fall sehr gut. Jetzt wurde ich eben gerade hier noch gefragt wegen den VIP-Videos. Gibt's noch nicht. Habe auch noch keine gemacht, die ich hochladen könnte. Diese ganzen VIP-Videos, das werden dann mehr sowas wie Vlogs werden. Wenn ich mal unterwegs bin, irgendwie am Alltag oder sowas. Oder auch wenn ich viel im Auto unterwegs bin. Habe ich jetzt ja das Ding hier und da werde ich dann auch einfach mal im Auto so ein paar Car-Talks machen rund ums Thema Godzilla und Jurassic Park und das sind dann eben die VIP-Videos, die auf der Website hochgeladen werden. Das ist so der Grundplan jetzt erstmal. Können wir uns Spinosaurus gegen Indominus Rex anschauen? Das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesehen, ich weiß es aber gar nicht. Die ganzen Godzilla-Fanboys sagen, Godzilla hat gewonnen. Ja, aber das ist wirklich so, dass dann die... Also ich habe wirklich auch schon Kritiken gelesen von so Godzilla-Fanboys, die wirklich... Und ich bin auch ein Godzilla-Fanboy, ne? Ich bin auch Team Godzilla. Die aber dann wirklich so weit gehen und irgendwie sagen, naja, aber eigentlich hat Kong den Kampf ja nicht gewonnen, weil in einem echten Boxkampf, da darfst du ja auch nicht einfach einen Schlagring mitnehmen und da wärst du ja auch disqualifiziert worden. So Argumente hast du dann. Ja. Kong hat gewonnen in dem Kampf. Punkt.